Hallo, mein Name ist Ela und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es geht wieder um mein Pflege-MT. Genau, was ich da so alles im letzten Monat aufgebraucht bekommen habe. Ich habe die Produkte alle wieder zum 15. einmal abgewogen und ja, möchte jetzt mit dir einmal durchgehen, wie so der Fortschritt ist und was ich da ja aufgebraucht bekommen habe oder wie viel ich dafür unten aufbekommen habe. Mein Heftchen habe ich auch wieder mit dabei und wir gucken einfach mal rein. So, da habe ich als erstes, ja, von Bilou, den Duscher. Wo steckt er denn? Hier, den. Da ist immer noch was von da. Der riecht recht angenehm. Ja, ein bisschen süßlich, aber jetzt nicht so irgendwie so überzuckert. Der hat einen richtig schönen, angenehmen Duft. Also den würde ich mir definitiv nochmal kaufen, auch ein groß. Das ist der Silver Sparkle von Belou. Ja, cremiger Duschschaum. Steht da irgendwie was drauf? Süß, warm wie ein glitzernder Winterzauber. Ja, wie gesagt, riecht ganz angenehm. Würde ich mir definitiv nochmal holen. Da habe ich im letzten Monat 21,5 Gramm von aufgebraucht. Die Verpackung plus dem Inhalt, der da noch drin ist, wiegt 75,30 Gramm. Genau. Als nächstes habe ich ein Duschgel von Dove. Der Duft ist nicht so ganz mein. Zum einen Dove an sich, der lässt manchmal so einen ganz komischen, merkwürdigen Geruch auf meiner Haut. Und dieses, ja, so aus der Verpackung geht's. Riecht es eher cremig. Auf der Haut wird es dann schon sehr rosig. Nach schwerer Alter. Rose, nicht so eine schön, nur so einen schönen Rosenduft, sondern eher so einen doch schweren Rosenduft. Wobei hier ist Lotusblütenextrakt und Reiswasser angegeben. Wobei ich finde, bei mir unter Dusche riecht das nach Rose. Also, es ist nicht meins. Ich benutze dann viel auch noch die anderen Duschgele, die ich noch unter Dusche habe. Ja, wenn man guckt, bis hier, ich habe da mal jetzt einen Strich gemacht, damit man da. Ja, Fortschritt sehen kann. Bis hier habe ich es jetzt aufgebraucht. Ja, wie gesagt, ich benutze viel auch noch die anderen Duschgel. Es ist nicht meins. Nein. Da habe ich 114,04 Gramm aufgebraucht und die Verpackung wiegt noch 143,44 Gramm. Also gut die Hälfte. Ja, also ich bin froh, wenn es dann auch leer ist. Als nächstes. Die Bodylotion von Balea. Ja, die riecht ja ähnlich wie La Vie est Belle. Ist ein schöner Duft. Das Eincremen ist ein bisschen müßig, denn die Creme wird immer mehr. Man gibt sich einen kleinen Klecks zum Beispiel auf den Arm und es wird weiß und es wird immer mehr und mehr und mehr. Und man braucht nicht nur den Unterarm damit eincremen, man kann auch gleich den Oberarm mit eincremen. Das finde ich ein bisschen müßig. Ich benutze sie dann hauptsächlich abends nach dem Duschen, wenn ich dann ja, Kuschelklamotten reinschlüpfe, weil es dann auch recht lange mit dem Einziehen dauert. Ja. Aber der Duft ist schön, den finde ich gut und riecht man manchmal auch noch ein bisschen länger. So, ich hatte beim letzten Mal keinen Fortschritt, jetzt blendet es da, keinen Fortschritt eingezeichnet, aber heute, oder was heißt heute, am 15. habe ich den dann eingetragen. Na, wo habe ich es denn? Sie wiegt jetzt noch 113,78 Gramm und ich habe 45,12 Gramm oder 1, 2 Gramm von aufgebraucht. Schöner Duft. Also ich habe da glaube ich auch noch eine von und die lilane Form habe ich auch noch. Also ich wusste, dass vorher die Cremes, die Bodylotions von Balea, von DM in diesen Tuben, das habe ich häufiger, dass sie dann einfach ja so weißeln und immer mehr werden. Ja, aber der Duft war vorrangig. Daher durfte das damals bei mir einziehen. Da habe ich hier als nächstes ein Parfüm. Wo steckst du? Da. Da. Und zwar das Nivea Parfüm. Dieses hier, das klassische, was nach Nivea Creme riecht.
Da habe ich 5,75 Gramm von aufgebraucht. Die Verpackung wiegt jetzt noch 113,79. Ja, wie gesagt, riecht nach Nivea-Creme. Der Duft ist ziemlich schnell verflogen. Ja, finde ich schade. Ist aber auch nur ein Eau de Toilette. Genau. Und dafür war es recht teuer. Und aus dem Grunde würde ich mir das wahrscheinlich nicht nachkaufen. Ich würde dann wahrscheinlich nach irgendeiner netten Alternative gucken, ob es die gibt und mir das dann eventuell nochmal nachholen. Aber das Original, eben da der Duft so schnell wieder verflogen ist, würde ich es mir nicht nachholen. Da war ich damals recht enttäuscht, weil ich meine, dass das nämlich 29,95 oder sowas gekostet hat. Und wenn man sich das aufsprüht und nach einer halben Stunde es nicht mal mehr wahrgenommen wird. Fand ich doof. So, als nächstes habe ich von Rituals die Handcreme. Ja, ich habe diesen Monat ein bisschen häufiger dran gedacht. Ich habe hier auch den Fortschritt einmarkiert oder ja, da dran markiert. Ne? Hier oben war der letzte. Ich habe diesen Monat glatte 7,93 Gramm aufgebraucht. Die Verpackung wiegt jetzt noch 103,32. Ja, ich habe ein bisschen häufiger dran gedacht. Ja, der Duft ist eigentlich schön. Also ich muss jetzt wirklich sehen, dass ich das eigentlich jetzt im Winter noch aufgebraucht bekomme. Ob ich es mir nochmal unten mit in die Küche stelle, um dann einfach nochmal häufiger dran zu denken, weil ich habe sie neben dem Bett stehen. Vielleicht sollte ich es, vielleicht schaffe ich es dann ja auch mal ein bisschen mehr. Kann ich ja gleich mal mit runternehmen. Als nächstes habe ich von Yves Rocher das Gesichtsserum und zwar das Lifting Virtual Serum. Dieses hier einmal der Fortschritt ist da zu erkennen. Ja, sieht man es. Nicht gut, ne? Es blendet, glaube ich, ein bisschen. So, jetzt kommen wir ein bisschen näher ran. Ja, da kann man dann den Fortschritt erkennen. Es wiegt jetzt noch 70,8 und ich habe 3,0 glatt aufgebraucht. Ja, ähnlicher Schnitt wie letzten Monat. Dann habe ich als nächstes von Spa Moment ein Duschöl. Dieses hier. Und ich finde immer noch, es riecht nach Rotwein, was man verköchelt. Also wenn man mit Rotwein Essen ablöscht, dieser Geruch, der dann so entsteht und ich, das riecht danach. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Ich rieche Rotwein. Da ist einmal der Fortschritt. Ich habe 29,49 Gramm von aufgebraucht. Die Verpackung wiegt noch 148,22 Gramm. Ja, keine Ahnung, Rotwein. Also ich bin auch froh, wenn es dann irgendwann mal aufgebraucht ist. Also Hälfte habe ich ja auch ungefähr. Ja, weil wer will schon nach Rotwein riechen, ne? So, da habe ich als nächstes ein Body Scrub Hammam. Das habe ich mir irgendwann mal im Action mal nicht gekauft. Das wiegt jetzt 398,85 Gramm. Ich habe 168,15 Gramm aufgebraucht. Das ist, meine ich, ein Salzpeeling. Ne? Ich meine, es hat mal irgendwann letztens gebrannt. Ich habe es auch, glaube ich, irgendwann, ja, Salzpeeling gelesen. Also so sieht es aus. Also wie ganz feines Salz. Es ist auch nicht wirklich irgendwie Öl drin. Ja, doch, es ist ein Öl drin, aber es schwappt jetzt so nicht. Ne? Also wie bei anderen Öl, Salzöl-Peelings, wo man es dann doch schon eher wahrnimmt. Hier ist wirklich ein feines Salz drin. Also, und Hammam, den Geruch, würde ich mir was anderes vorstellen. Dieses riecht jetzt so sehr süßlich und eher wie Kinderschminke. So süßlich in die Richtung. Keine Ahnung. Ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen. Ich wollte jetzt das Salz kleben. Als nächstes die I Am I Am Imi Imi Creme. Diese Hals- und Dekolleté-Creme. Die einmal. So sieht sie von innen aus. So ein bisschen, ja, sie ist nicht ganz weiß. Sie ist eher so Eierschalen. Ja, gelblich eingefärbt.
Ist eigentlich in dem Sinne eine schöne Creme. Ja, wie gesagt, für Hals, Dekolleté. Es strafft schön, es polstert so ein bisschen auf. Der Effekt ist ganz schön, aber ich brauche nicht eine zusätzliche Hals- und Dekolleté-Creme. Das ist für mich Quatsch. Aber eigentlich, wenn nämlich meine Gesichtscreme oder meine Bodylotion oder was auch immer und creme damit den Bereich mit ein. Unten gehen gerade die Rollladen runter. Von daher denke ich da nicht immer dran. Und jetzt so zusätzlich mich später nochmal damit einzucremen, das ist mir einfach irgendwie zu kalt. Keine Ahnung. Ja, ich vergesse im Moment ganz häufig. Ich habe da auch nur 2,38 Gramm von aufgebraucht. Die wiegt jetzt noch 61,57 Gramm. So, und das letzte Produkt, was noch mit dabei ist, ist von Altera die Augencreme. Da habe ich genau auf dem Kopf wieder 1,0 Gramm von aufgebraucht. Sie wiegt noch 11,85 Gramm. Die hier, die ist ganz schön. Ich hatte ja eher so ein leichtes Problem, weil da weißer Tee mal nicht drin ist. Ne? Bio-weißer Tee, ja. Und Traube. Und ich habe noch gedacht, der Geruch, ne, von gerade so von Tee, den finde ich nicht immer ganz so toll. Es geht. Ist unterm Auge und es rutscht mir nicht in der Nase, der Geruch. Ja, hier ist einmal der Fortschritt, den ungefähren zu erkennen. Aber so der Effekt an sich, den finde ich ganz gut. So, dann gucken wir mal, was ich alles aufgebraucht habe. Dann sind auch ein paar Produkte leer gegangen. Da habe ich von Bilou einmal das Shampoo, dieses hier, dieses Apricot Shake Shampoo, das ist jetzt leer. Da habe ich jetzt 165,51 Gramm diesen Monat aufgebraucht. Die leere Verpackung wiegt jetzt noch 28,15 Gramm. War ein schöner, angenehmer Geruch. Ich glaube, ich habe da auch noch eine Spülung von. Die würde ich dann irgendwann auch nochmal aufbrauchen. Ja, war schön. Hat jetzt nicht irgendwie irgendeinen Pflegeeffekt oder so gehabt. Hat gereinigt. Ja, war in Ordnung. So für ein normales, anspruchsloses Haar ist das genau das Richtige. Und wie gesagt, der Geruch ist ganz angenehm. Ist aufgebraucht. Da habe ich insgesamt 254,53 Gramm von aufgebraucht. Und 250 Milliliter sind drin. Ist ein guter Schnitt. Ja. Als nächstes habe ich auch die Spülung dazu aufgebraucht. Diese hier. Ja, die habe ich da identisch. Da habe ich jetzt noch 98,47 Gramm von aufgebraucht. Die leere Verpackung wiegt 30,86 Gramm. Ja, ne, ebenfalls wie bei dem Shampoo. Geruch ist identisch. Ja. Kein großer Pflegeeffekt. Also für normales, anspruchsloses Haar ist das genau das Richtige. Ich musste gucken, dass ich dann, wenn ich die Spülung drin gehabt habe, nicht zu lange noch mehr unter der Dusche stand. Dann habe ich mir nämlich sonst so auch den Rest, der da noch das Haar ein bisschen gepflegt hat, noch mit ausgespült. Ja, dann hatte ich so das Gefühl, wie wenn man keine Spülung mehr in den Haaren gehabt hat. Da musste ich mir noch mal wieder was reingeben. Ist aufgebraucht. Dann ist auch was aufgebaut. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand mitbenutzt hat, keine Ahnung. Aber es sind diesen Monat glatte 4,73 von aufgebraucht. Im letzten Monat hatte ich 0,4 und davor habe ich 1,35 und davor 0,4. Ja, und dieses Mal 4,37 Gramm. Die Rede ist von dem Avant Lippenpeeling. Es ist leer. Ne? Also da ist noch der Strich vom letzten Mal. Ich habe ja nicht damit gerechnet. Hier unten ist noch so ein Pfützchen drin. Das wiegt jetzt noch 5,58 Gramm. Ja, ich brauche es nicht. Es war mal irgendwie in irgendeiner Glossybox. Ich hatte das schon mal eher und auch aufgebracht. Habe da auch Monate für gebraucht. Das ist so ein Produkt, das brauche ich nicht. Ja, ist nicht meins. Ich fand hier, dieses hatte nochmal eine leicht andere Konsistenz wie das, was ich vorher hatte. Dieses fand ich ein bisschen geliger, geleehafter. Ja, genau. Aber ja, gut. Es ist jetzt aufgebraucht. Es ist leer. Weg. Ich glaube, ich habe da auch immer noch eins von. Aber ist egal. Erstmal nicht.
Das nächste, was leer gegangen ist, ist von Neutrogena, dieser Kurkuma Clear Reinigungsschaum. Der hier. Der ist auch leer. Ne? Da war. Kann man das ja auch erkennen? Da, da war der letzte Fortschritt beim letzten Mal. Ne? Da hatte ich ja schon gesagt, dass das diesen Monat wohl aufgeht. Da habe ich jetzt nochmal 20,24 Gramm von aufgebraucht. Die leere Verpackung wiegt 58,13 Gramm. War ein schöner Reinigungsschaum. Der gefiel mir. Der Geruch ist sicherlich nicht jedermanns Sache, weil eben halt nach Kurkuma. Ja, es riecht ein bisschen ja, nach Kurkuma, würzig. Ja, ne, noch ein bisschen zitrisch dabei. Ja, fand ich aber schön. Würde ich mir nachkaufen. So, und jetzt gucken wir mal, was da alles so neu eingezogen ist für die leeren Produkte. Was habe ich da als erstes? Als erstes habe ich mir von Swiss Opal diese Kissen mit reingenommen. 4 Stück an der Zahl. In den unterschiedlichsten Geruchrichtungen. Da habe ich hier einmal Orangenblüte, dann habe ich Kirschblüte, Apfelblüte und Pfirsichblüte. Ich finde die richtig gut. Was mich da nur immer dran stört, ist, ich kriege die untere Dusche nicht auf. Also ich mache mir da jetzt gleich auch direkt mit der Schere schon mal eine Kerbe rein. Machen wir es da so rum. Schon mal direkt eine Kerbe rein. Nicht ganz durchschneiden. Dann kann ich beim nächsten Mal da vielleicht ne, unter Dusche ein bisschen dran zuppeln und kriege das besser auf. Weil das ist so ein Ding, das nervt mich an diesen Kissen. Ich kaufe mir die unwahrscheinlich gerne, weil ich die ja, wie gesagt, auch gerne benutze. Aber wenn ich dann damit unter Dusche stehe und ich komme da nicht mehr klar, ja, bringt ja nichts. Ein bisschen länger die Kerbe schneiden. Ja, wie gesagt, hier oben da schneide ich sie mir dann so da rein. Ne? Nicht ganz durch, sondern nur, dass ich da so einen Anfang habe. Na, bist du klar? Ja, ne? Hier, dass ich da so einen Anfang habe. Dürfen die gleich mit unter die Dusche einziehen. So, da auch. Kürbis, wie gesagt, 4 Stück. Wird wahrscheinlich auch recht schnell. Ja. Ja. Denke ich mal, wird leer gehen. Als nächstes habe ich von Soul Clean ein Cleanser, ein Gesichtscleanser. Und zwar diesen hier mit dem Probiotics. Ja. Den hatte ich mir irgendwann mal aus dem Trashy rausgenommen und ja, da ich nicht weiß, wie alt er jetzt gewesen ist und den auch schon aufgemacht habe, ja, darf der jetzt verwendet werden. Was steht denn da? Ne, sehe ich gerade Expo 2023. Ah, 17.06.2023 ist ja abgelaufen. Naja. Er ist auf jeden Fall noch gut nach dem Öffnen 6 Monate, wenn ich das so richtig lese, weil es ist mir jetzt ein bisschen zu klein. Er ist aber noch gut. Wie gesagt, den habe ich dann auch schon verwendet. Den habe ich auch letzte Tage irgendwann schon verwendet. Der wiegt 94,21 Gramm. Ja, ne, wie viel ist da drin? Kann ich das noch so? Nee. Das hat sich so, ich habe das jetzt mal gegen das Licht gehalten. Hier ist so was Helles und dann ist da noch dunkel und sowas. Das kann ich nicht erkennen. Mal gucken, wenn ich nachher nochmal ein richtiges Licht habe. Ich schütte es nochmal runter. Vielleicht hat es auch nur gelegen. Nee. Nee, kann ich nicht erkennen. Darf auf jeden Fall mit unter die Dusche wandern. Ja, genau. Dann habe ich von Nui bei Xlater noch was gefunden, und zwar ein Shampoo. Heffer Berry, ja, Berry Special Day. Dieses hier. Das hier. Ich glaube, das war mal irgendwie in irgendeiner Box gewesen. Oder habe es mir mal im Ausverkauf gekauft. Ich weiß nicht mehr. Aber ich bin letztens irgendwann mal durchgegangen, was ich so für Shampoos und sowas noch habe, die dann vielleicht schon ein bisschen älter sind. Und da ist mir das in der Hand gefallen und habe gedacht, na, ne, Berry Winterzeit, sieht ein bisschen eisig aus.
Das darf doch in dein Projekt mit einziehen. Das wiegt jetzt noch 287,21 Gramm. Genau. Und passend dazu habe ich auch die Spülung. Ne? Die wiegt, wo habe ich es denn? Da. 221,97 Gramm. Ja, darf mit einziehen. Oh, ich habe die noch alle zugeklebt gehabt, damit mir da nicht mal irgendwann was in den Schubladen ausläuft. Ja. Oh, kriege ich es weg. Und das war jetzt ja, mein Projekt MT für Januar. Genau, ich weiß gar nicht, ist das jetzt das 14., 15. Mal? Ich kann es gar nicht auswendig sagen. Aber ja, genau. So kriegt man seine Sachen leer. Das finde ich ganz gut. So, sollte dir mein Video gefallen haben, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und ein Abo freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.